Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 17, 13403 Berlin, 2015, 8. Februar. An Redaktion Christ in der Gegenwart, Freiburg im Breisgau. Sehr geehrter Herr, das ist das Problem, wenn man etwas zum Ausdruck bringen will, für das einem in Wirklichkeit die Worte fehlen oder von dem man denkt, es sei nicht opportun und man würde dafür in die Psychiatrie gesperrt, müsse es daher verdecken. Dafür hat der liebe Gott die Propheten geschickt, die man dann im Zweifelsfall lesen sollte, bevor man sich äußert und nicht stattdessen irgendwelche Worthülsen vortragen, die bei näherer Untersuchung schlicht keinen Sinn enthalten als hilfloses Fragen, im besten Fall. Seien Sie bitte bedankt für die ehrliche Nummer 6 aus 2005. Die Überweisung bis einschließlich 28.2015, 15 natürlich, ist auf dem Weg und wird die Bank erreichen, so Gott will. So Gott will, ist die Konditionalformel des Muslim, die er allen Voraussagen beifügt, deren Anfang er gesetzt und die er mit bestem Wissen und Gewissen erfüllen will, auf die er jedoch keinen weiteren Einfluss mehr hat. So Gott will, lernte auch ich anzufügen, lernte ich unter Furcht und Tränen zu beten, besonders unter den rechtlosen Bedingungen der faschistischen deutschen Psychiatrie, lange bevor ich den Koran las. Ein wenig ist es wie Heimkehr in ein unbekanntes Vaterhaus, naja, im kämpferischen Stil des Koran, wie der Raub einer Jungfrau aus der Gewalt der Ungläubigen, von der man nur ahnte, wie nett sie eigentlich ist. Ich bitte Sie noch einmal, mir Erlaubnis zu erteilen, Sie um einen Auftrag für meinen Kameraden J.W. zu bitten, von dem ich Ihnen ja vergangene Woche eine Buntstiftzeichnung zur Verfügung stellte. Es wäre ein wichtiger Beitrag zur Reife des Herrn W. Zur Auswahl stehen zunächst die 24 Motive der Padloch-Bibel von 2009 aus der Hand des Michail Fedorow von Genesis 1, Vers 3 bis Offenbarung 21, Vers 22. 15 Euro pro Stück erstmal. Mit freundlichen Grüßen und jetzt noch ein Leserbrief. Christ in der Gegenwart, 67. Jahrgang, Nummer 6. Sport, Sport, Sport. Wetter fühle ich, handle und höre, Betrachtung, Leserdebatte. Warum nicht beten? Was bedeutet zeitgemäß? Was alle machen oder wenigstens so viele, dass ich mich mit der Masse entschuldigen kann für meine Mutlosigkeit zum Sein? Macht ja eh keiner, sagen ja alle. Eine Zeit des Gebets, ein Moment des Hörens, eine Frist des Erkennens, Hingabe des Willens, der Erfüllung im Angesicht der Alternativlosigkeit Gottes. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Was denn noch? Alles andere wird der Herr im Himmel euch dazugeben oder so ähnlich. Zeit, Moment, Frist und Willen legieren. Zeit geht im Moment auf, den Willen Gottes zu erfüllen, die Frist hat der Vater gesetzt. Schließlich dein Körper, dein Tempel, deine Handlung, dein Gebet. Es geht selbstverständlich auch anders. Alles so schön bunt hier, wie kommt das nur? Herum Hunger und Grauen und Blut und ich bin der Glückseligkeit verfallen. Muss ich wohl gesegnet sein, Shangri-La. Glaube an die Kraft deiner Mannschaft und ihres Trainers. Liebe deinen Verein, hoffe auf den Nichtabstieg. Why not? Gott entscheidet jedes Spiel, jede Strafraumszene, jeden Pass in den offenen Raum. Und wo der Schiedsrichter heute abgepfiffen hat, wird er kommenden Samstag 15.30 Uhr wieder anpfeifen. Gewinn und Verlust nimm nicht zu Herzen. Das heißt, du magst traurig oder glücklich sein, aber denke dir nichts dabei. Das heißt, Hintergedanken sind beschämend. Was ist ein Orakel? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Nicht der Wetterbericht, beziehungsweise berichtet wird ja nicht mehr, es wird prognostiziert. Also nicht die Wetterprognose, ist das Orakel. Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte, Wolkenbedeckung und Windgeschwindigkeit und Richtung zur Zeit und in der Vergangenheit sind das Orakel. Die fallenden Münzen, der springende Schildkrötenpanzer, die Leber des Opferstiers sind das Orakel. Das Orakel geht mit der Zeit, der Zug geht mit der Zeit, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn die Bahnhofsuhr auf 5:45 steht, ist mit der Abfahrt des Mittagszuges zu rechnen. Ihr Narren, wenn ihr die Uhr verbiegt,
glaubt er, den verpassten Anschluss einzuholen. Gott führt in die Irre, wen er will. In Anführungsstrichen. Die Christen in Europa werden erst aufwachen, wenn die Kämpfer des Islamischen Staates vor ihrer Haustür stehen werden. In Klammern. Der Bischof von Mossul zitiert nach Karl-Heinz Speckert in Nummer 6, 2015, Christ in der Gegenwart. Ich weiß nicht, Herr Bischof. Aufwachen? Europa? Christen? Welches Europa meinen Sie? Die paneuropäische Achse des Größenwahns? Diese Töchter und Söhne des Himmels, deren Mandat erloschen ist? Es besteht Grund zu der Annahme, dass A. es sich nicht um Christen handelt, B. dass man hellwach ist und C. sich überhaupt nicht wohlfühlt in seiner Blöße, wo die Feinde ringsum für den Krieg üben und man reinweg gar nichts tun kann als hilflos zuschauen, sich weiter und weiter demaskierend bis auf die Knochen blamiert. Nun danket alle Gott. Johannes Buhlmann.